Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Vlog. Wie ihr seht, wir sind woanders. Wir sind in einem neuen Park, wo ich noch nie war. Und zwar im Atrassierpark Slackern. Ich finde das übrigens richtig geil, dass man hier so den Coaster schon am Eingang sieht. Das hat was. Neuer Park, neues Glück. Wir kennen den Park noch nicht wirklich. Er war als Kiddie schon mal da. Mit dabei ist übrigens der liebe Steffen und die liebe Alina. Moin! Mal was komplett Neues. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich wirklich, diesen Park kennenzulernen. Viel Spaß! Los, wir fangen an mit einer kleinen Runde Gold Rush. Schon ein bisschen doof eigentlich, wir nehmen uns direkt das Highlight. Aber gut, dann zieht es einfach in die Bahn rein. Der Coaster sieht unfassbar cool aus, scheint sich gut zu fahren. Abfertigung geht echt schnell, also ja, einfach mal ausprobieren. On-Rides wird es wahrscheinlich leider nicht geben, aber egal. Da sind wir raus, aus Gold Rush, um es mal mit Max Worten zu sagen. Sehr gut, ganz schön extrem auf der Außenposition. Aber ansonsten fährt sich die Bahn echt scheiße. Also die, verstehe mich nicht falsch, sehr oder ist ganz okay, ist jetzt nichts Atemberaubendes, aber abwechslungsreich. Hat ein bisschen Hangtime, ein bisschen Ejector, ist ganz okay, aber ich finde sie fährt sich relativ rau und unruhig. Meiner Meinung nach. Aber trotzdem cooles Teil, Launches sind okay, der zweite schiebt finde ich ganz ordentlich durch. Und die Hangtime auf der zweiten, die ist echt gut. Aber sonst, ja, klasse Bahn. Weiter geht's. Jetzt wird wieder Geld investiert. Thank you. Wollen wir mal gucken, ob die okay sind oder nicht. Ich würde zwar an die anderen Kante versuchen vielleicht, ne? Oh, der greift ins Nichts. Super gemacht, Schatz. Super. Seine gezockt. Geht's für uns rein. Da ist der Enterprise. Geht's für uns rein in den Freefall. Müsste ein Fabri Megadrop oder Fabri Giant Drop sein. Coole Sache. Alter. Das Kettenkarussell ist schon geil. Ja. Also, es hat schon echt was. Muss man ja sagen. Yay. Was ist das? 30, 40 Meter Türmchen? Gute Frage. Ja, könnte hinkommen, ne? Mal ausprobieren. Müsste auf jeden Fall seiner Seite dich Oma boosten. Als nächstes rausgekommen aus dem Freefall Tower, welcher übrigens gut war. Die typischen Dinge halt von Fabri, ne? Die boosten dich auch nochmal schön. Geht's in dieses mysteriöse Achterbahnteil, von dem wir keine Ahnung haben, welcher Hersteller. Könnte in die Richtung Vekoma Junior Coaster gehen. Ich sag's euch, wenn wir mehr wissen. Yay! Wow! Alter! Boah, die geht nicht so gut. Eieiei! Yay! Und jetzt haben wir Floating Airtime. Oh, da war ein Foto. Yeah. So, Leute, wir waren jetzt auf Mine Train. Ja, für so eine kleine Bahn muss ich mal sagen, nicht schlecht. Dingo, der First Drop war echt nice. Ja, der rechts, der Rest ist. Doch, voll machen, ne? Hat auf jeden Fall gut erstmal. Weiter geht's mit einer kleinen Runde Hust Enterprise. Für die beiden das erste Mal in einem Enterprise. Ich bin so ein Ding ja schon mal in Walibi Holland gefahren. Ich muss leider sagen, ich war sehr enttäuscht. Ich habe mir da viel, viel mehr daraus erhofft.
Aber vielleicht gefällt es den beiden ja. Ich meine, schlecht ist es ja auf keinen Fall. Naja, wollen wir mal reingehen, ne? Also da sind wir raus aus dem Enterprise. Falls ich gerade gesagt habe, dass das ein Bus-Enterprise ist, korrigiere mich an dieser Stelle. Es ist ein Schwarzkopf und er fährt sich geil. Ohne Witz, ich fand die cool, der hat echt tolle gedrückt. Von der Fahrt her relativ extrem, aber trotzdem immer noch harmloser, als man eigentlich bei diesen doch sehr großen Teilen denken würde. Wirklich cooles Teil, wir laufen einfach noch ein bisschen weiter. Oder was sagt ihr? Und guck mal Schatz, da vorne ist dein erstes Karussell. Insider. Danke. Als nächstes machen wir eine kleine Runde auf dem Schwarzkopf Monster 3. Bei dem mal wieder die Mitte vollkommen vernachlässigt wurde. Egal. Machen wir das einfach mal, ne? Korrigiere Monster 2. Danke. Er hat recht, es ist ein Monster 2. Die Arme, ne? Ja, Monster 2. Verzeihung. Aussit. Sprung mit neben nach. Innen. Okay, geht nicht. Alter, wir drehen ja noch gar nicht. Okay, der Schwerpunkt hier ist. Der Schwerpunkt hier ist interessant. Ah, okay. Der geht. Hopp. Ja, ja. Frisch rausgekommen aus dem Monster 2, cooles Teil, leider kein komplettes On-Ride. Ich bin mit 24% Akku da rein und ja, nach 50 Sekunden war es dann doch wieder vorbei mit der Akku-Ladung. Ja, GoPro, das ist ja echt nicht ganz so geil mit. Aber egal, die Fahrt war mega cool, ich habe quasi durchgesportet, bis auf eine kleine Pause in der Mitte. Schwierig hinzukriegen, dass er anfängt zu sporten, aber wenn du erstmal dabei bist, ist das richtig, richtig geil. Also kann ich nur empfehlen. Ja, wir sind gerade hier ein bisschen am Snacks kaufen eventuell. Und ansonsten gehen wir wieder Richtung Gold Rush und vielleicht auch mal rechts weiter. Als nächstes machen wir eine Runde Wild West Adventure. Die hat keine Ahnung, was das ist. Wir glauben an eine Raftingbahn. Da steht irgendwas von wegen nicht aufstehen während der Fahrt und es könnte nass werden. Da vorne ist so ein Streckenverlauf. Wir sehen das Alter noch. Die Moin. Das schaut mir sehr nach Rafting aus. So ein Lift oder so. Sogar mit Legende. Geil. Wir kommen gerade raus aus Wild West Adventure. Richtig? Ja, ne? Ja, da passt. Anders als wir dachten. Wir dachten, das wäre eine Raftingbahn. War ein Dark Ride. Aber wirklich cooles Teil. Also Layout ist ganz nett. Fahrtechnisch hat sich mega gebockt. Kann ich nichts zu sagen, außer der Soundtrack. Junge, das ist ja so ein Track, der die ganze Zeit rumschallert. Naja gut, aber sonst war es echt cool, schön und adäquat. Als nächstes das Teil. Bus irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was es ist, ehrlich gesagt. Müssen wir mal vielleicht schauen. Ansonsten ihr seht, der Bus reingeht, ne? Nettes Fahrgefühl. Da habt ihr es geschafft. Danke fürs Mitmachen. Nach vorne geht's raus. Habt noch einen wundervollen Tag. Macht's gut. Tschüssi. Gerade noch mal eine Runde Gold Rush gefahren. Ich durfte leider keinen On-Ride machen. Nee, komisch. In keiner Attraktion war das ein Problem. Bei Gold Rush schon. Naja, egal. Erste Reihe ist besser. Erste Reihe fährt sich besser. Könnte auch daran gelegen haben, weil das Ding jetzt warm gefahren ist. Sie schlägt nicht mehr. Beziehungsweise nicht mehr so wirklich. Vor dem ersten Toppel schon. Aber danach auf jeden Fall nicht mehr. Gut, natürlich nur die Hangtime ist jetzt nicht mehr so die beste. Ne? Aber alles in einem, cooles Teil. Jung! Alter! Du kommst ja mit den Füßen ins Bett. Eieieiei. Wir kommen gerade raus aus dem Kettenflieger. Ah, wir können
War echt ein cooles Teil, wenn man auch ein bisschen Angst um seine Beine haben musste. Aber trotzdem, echt ganz geiles Teil. Bockt sich auf jeden Fall. Sieht wunderschön aus. Oh Leute, ich kotze im Kreis. Wollte ich euch gerade schön Onride von dem Monster 2 zeigen. Ja, diesmal ist aber 48 Sekunden abgebrochen. Mit Akku leer. Ich bin mit 36% rein. GoPro, das ist ehrlich nicht normal. Ohne Witz. Du willst irgendwas festhalten, so einen einmaligen Augenblick. Ihr verkackt es einfach immer wieder. Leute, wir fahren eine kleine Runde Eagle bzw. Host Condor. Sind wir noch nie gefahren, scheint hier sehr familienfreundlich zu fahren. Aber egal, wir haben generell nur noch um den dicken Daumen 50 Minuten Zeit, wo die Warteschlangen offen haben. Ja, deshalb würde ich sagen, machen wir das noch. Gold Rush vielleicht auch nochmal? Ja. Hier wäre ich nochmal Bock in der letzten Reihe. Jetzt, wo die warm gefahren ist, will ich mir gerne mal gucken, wie fährt, aber sehen wir dann ja. Der Blick, naja. Dann haut rein, ihr seht ja die Fahrt, ne? Park. Kurzes Fazit, der Park ist cool. Ich finde, hier ist nichts, was irgendwie fehlt oder so. Alles, was hier ist, hat irgendwie seinen Sinn und Zweck. Das Theming ist super durchgezogen. Familienfreundliches Personal macht eigentlich alles super Laune. Ich kann mich nicht beschweren. Ihr? Nee. Top. Fehlt an nichts. Perfekter Park eigentlich. Perfekte Größe. Fehlt nichts. Ja, dann war's das. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. Tschüssi. Ciao.